30 Kopperblöcke. Tak, 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 tak. Sollte man nach Blocks suchen. Block. 122 Block auf Tin. Das ist dezent viel Tin, ha? Huh? Okay, wir brauchen demnächst definitiv mehr Storage Chips. Block auf Aluminium, weg. Lead Block, weg. Ah. Also Metalle, ne? Nicht so wirklich das Problem momentan. Redstone ist wirklich der Kicker. Und es gab übrigens inzwischen Kommentare, dass der Baum, auf dem ich stand, doch der Redstone-Baum war. Aber komischerweise, als ich die Blätter weggeschlagen habe, ist kein Redstone gedroppt. Und auch bei dem Baum selber nicht. Und es soll ziemlich gefährlich sein. Also, dass er Blöcke zerstören kann und dergleichen. Also, wenn man damit richtig umgeht, klappt das wohl, aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Ich meine, es kommt ja auch so Redstone rein. Und mit der Zeit müsste es auch wieder mehr werden, das passt schon. Außerdem gibt es einen schönen Gegenstand, der nennt sich Mining Drill. Mining? Den gab's doch, oder? Oder hieß der anders? Mine? Min? Ja, dann sucht er nach allem von Minecraft. Ich suche mal nach Drill. Genau, Laser Drill und Laser Drill Precharger. Der Laser Drill schießt ins Void. Was bei uns ja sehr praktisch ist, weil wir haben kein, wie heißt das Ding? Die unzerstörbaren Blöcke? Bedrock. Wir haben keinen Bedrock, der im Weg ist. Also es geht überall direkt runter in den Void. Und aus dem Void saugt er halt Ressourcen raus. Und je nachdem, was für eine Linsen man in den Mining Drill reintut, desto andere Ressourcen kommen dabei raus. Das ist sehr praktisch. Und da gibt es halt auch Linsen für Redstone, was dann sehr schnell geht. Molten Silver da. Gib mir Bucket of Molten blaues Zeug. Da. Flup. Flup. Okay. Das füllt sich jetzt alles nach und nach und dann ist gut. Wir haben jetzt noch eins über. Da könnten wir theoretisch wirklich Nickel reintun. Ja komm, wo wir gerade dabei sind, machen wir es auch mit Nickel. Das sind wenigstens alle Tanks voll. Also Nickel. Nick. So. Du weg, du da rein, du dahin. Du weg, du weg. Haben wir langsam doch ein wenig Routine drin, hm? Du da. Ja komm, lass drin. Wir brauchen einen zum Exportieren. So, was kommt jetzt weg? Jetzt kommt Iron Ore Sand weg. Und dafür kommt Nickel das dahin. Dann müssen wir warten, bis genug eingeschmolzen ist. Zack. Und unser Bucket füllen. Du Molten Nickel. Es springt viel zu viel hinterher hier. Stimmt, Fluid Storage Chips brauchen wir auch demnächst. Also noch müsste es reichen. Aber wenn wir jetzt noch ein, zwei Flüssigkeiten dazu hätten, also Milch zum Beispiel oder Fleischpaste oder was auch immer, dann kann nicht immer exportiert werden. Also wir haben ja recht viele temporäre Slots quasi. Zum Beispiel für die Monstersapsche. Die blitzt nur ganz kurz auf. Das heißt, sie nimmt nicht immer einen Slot weg, aber manchmal. Und wenn dann eben alle Slots verbraucht sind, dann hätten wir ein Problem. So, Molten Nickel. Du, da, so. Gold und Silber füllen sich schön. Du, da. Gib ihm. Sehr gut. Okay, das System sollte jetzt erstmal so weit laufen. Und es verbraucht jetzt nach und nach alles an Pulver, was da ist. Wobei das Pulver begrenzt ist durch meine Handlung. Also momentan gibt es keine Maschine, die aus den kleinen Dingern große Dinge herstellt. Also aus dem einzelnen Dust, diese Dustblöcke, außer für Eisen. Weil Eisen halt eine Ressource ist, die wir immer wieder brauchen. Bei dem anderen hält sie das in Grenzen. Das heißt, irgendwann wird der Dust leer sein und das Ding wird weiterhin nur noch Eisen einschmelzen.
Und dann müssen wir gucken, ob wir den nachwerfen, also selber wieder das Blöcke herstellen oder ob wir es einfach so lassen, wie es ist. Ja, weil wie gesagt, 10.000 Tinbarren zu haben, bringt gar nichts. Reichen auch 1.000. So. Strom sieht okay aus. Wie schaut's aus mit Storage? Oh, wir haben Storage Cells. Gut, dann hätte ich gerne Storage Segmente. Was fehlt da oben? Ah, die Dinger. Okay, dann baue bitte davon 2. Was fehlt da unten? Silikon, ne? Warum haben wir kein Silikon? Oh, Silikon ist einfach nur Plastik oder Einschmelzen von Quarzdust. Warte mal. Quarzdust. Haben wir das nicht automatisiert hier hinten bei den Dingern? Ich dachte, das hätten wir. Du bist für Rubber. Du bist für Plastik. Du bist für Glas. Nee, haben wir nicht. Oh, sehr schön. Dann hätte ich gerne. Du. Hierhin. Du hast schon einen Importer. Das ist sehr schön. Dann bräuchten wir noch einen Exporter, einen Level Emitter und ein Redstone Furnace. Wäre doch gelacht. Redstone Fu. Da. Flop. Fertig, sehr gut. Die 21 Dinger können da wieder rein. Exporter. Habe ich sogar noch dabei, ne? Ja, Basic Export Bus geht nicht. Da war ein Haken. Weil wir brauchten die Einstellung, dass der ein Redstone-Signal braucht, um zu arbeiten. Also bräuchte ich jetzt ein Golden Assembly-Dingens, den wir nicht haben. Es. Da war. Das heißt, ich muss jetzt einmal Silikon selber herstellen. Das heißt, ich mach's damit. So, stell dann ein her. So. Und dann müsste der jetzt eingeschmolzen werden und innerhalb von Sekunden hier auftauchen. Außer, das Ding macht gerade irgendwas anderes, wie zum Beispiel Toastbrot oder Glas oder was weiß ich. Die heißen doch Assembly, oder? Ja, ASSEMBLY. Jungs. Was macht das komische Gerät gerade? Das da. Gar nichts. Du sollst aber die reinschmeißen, wenn... Immer. Wenn sie im E-System sind, tu sie da rein, lass sie einschmelzen. Du hast oben auch noch einen Input, du hast hinten deinen Ausgang. Sind die Kabel alle angeschlossen? Ja, sind sie. Die Kabel ist noch ganz hinten verbunden. Ja, sind sie. Das Ding hat auch Strom. Irgendwas ist da faul. Oh, hallo. Wo kommst du näher? Ich brauche das Kabel da nicht, aber jetzt einfach trotzdem sicherheitshalber hin. Ah, das ist komisch. Also es kann Leck sein, dass gerade das ME-System irgendwie ausgelastet ist, aber... Was für einen anderen Namen hast du noch? Basic. Warum finde ich dich unter Basic und nicht unter AS? Trauch im Namen. Okay, wir brauchten dich, wir brauchten dich. Die können rein, ein Precision. Dann brauchen wir noch einen Level-Emitter. Level M... Da. Ein Level-Emitter. Dann brauchen wir noch einmal Silikon. Das heißt, wir müssen nochmal die Plastikgeschichte machen. So. Und wir brauchen das Quarz. Davon reicht aber einer. So. Und damit können wir jetzt alles aufbauen. Du. Nicht da rein. Du. Dreh dich. Dahin. Du hast hinten einen Ausgang. Das da wäre hinten. Du hast oben einen Eingang. Da kommt der Precision Exporter hin. Blink. Du da. Drehen. Du gibst bitte ein Signal, wenn du
weniger als 512 Silikon hast. Und dann machst du bitte, nur wenn du ein Signal bekommst, Zeitungsquarz. Gucken wir mal kurz. Silikon. Silikon wird nicht abgepumpt. Doch, okay. Sehr schön. Das hätten wir jetzt auch noch automatisiert. Das heißt, wir haben jetzt immer genug Silikon da für die goldenen Chips. Goodie, goodie, goodie. Also in ein paar Sekunden werden wir immer genug da haben. Deswegen schmeißen wir das alles wieder rein. Das rein, das rein. Gucken mal, was die Flüssigkeiten machen. Na, sehr schön. Silber ist voll. Nickel füllt sich, Gold. Ich hätte jetzt aber echt gerne Kupfer und Eisen mal eingeschmolzen. Warum ist der Kupfer das? Da macht das Kupfer mal. Da ist Eisen. Sehr gut. Jetzt müsste sich hier irgendwo gleich Kupfer ansammeln. Eigentlich da, glaube ich. Wo war Kupfer? Ne, hier war Kupfer. 432, das sieht man nicht mal. Das ist echt mau. 800, ah, jetzt kommt's, okay. Genauso mit Eisen. Eisen hat 400 drin. Füllt sich ganz langsam. Ja, und dann haben wir später hier ganz viele bunte Smarties. Sehr schön. Du, da lang. Weg, weg. So. Wir haben mehr Pulverizer, dadurch mehr Ressourcen. Wir haben mehr automatisiert. Wir haben die Dinger da hinten aufgebaut. Wie schaut es mit Elektrum aus? Haben wir ein bisschen was? Könnte mehr sein. Was sagt die... Jetpack ist okay. Was sagt die Smeltery? Hops. Smeltery sagt, ich habe ganz viel Gold. Das ist okay. Hier ist noch mehr Gold. Aber wir haben jetzt Gold automatisiert, also brauchen wir das nicht so wirklich. Dann hätte ich gerne Silber. Und zwar das Silber, was nicht automatisch gemacht wird. Das können wir dann hier benutzen, um die Legierung herzustellen. Und die kombiniere ich einfach mal hoch, damit wir das im E-System entlasten. Genauso wie Quecksilber. Du, komm mal hierher. Oh, noch mehr. Na? Okay. Umso besser. Noch weniger Platzverbrauch. So, wovon haben wir mal? Schwarzpulver, was? Können wir jetzt auch nichts mit anfangen? Knochen können wir zwar zerlegen, aber zerlegt brauchen sie noch mehr Platz. Das macht keinen Sinn. Das Kupfererz können wir hochkombinieren. Aluminiumerz können wir hochkombinieren. Das können wir all nicht tun. Die können wir hochkombinieren. So, und alles wieder zurück. Blub, 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 blub. So, du bekommst Silber. Du kannst rein, du kannst rein. Den Hörblock kannst du rein. Okay. Wir haben vergessen, so zu machen. Das ist nicht schlimm. Oh, ich wollte gucken, wie das mit der Farm sich verhält. So, wir haben Bambushots. Haben wir auch welche, die hier unten reingepackt werden? Wir haben Bambushots, wir haben keine Bambushots-Setzlinge. Das ist doof. Okay, dann hätte ich gerne Seed. Cactus Seed, Exotic Seed, Saguaro Seed. Corn, Oats, Chili Pepper, Soybean, nee, danke. Cotton, Rubber, Zucchini, ist Hunger Overhaul. Das klappt doch wieder nicht.